Noordhoorn staat bekend als waterstad aan de Vecht en kenmerkt zich door het vele groen. Van dobberen in het water tot winkelen, in Noordhoorn ben je aan het juiste adres voor een stedentrip dicht bij huis. Onze local vertelt je meer. Mijn naam is Marlin Jaske. Ik maak seit 32 jaren gästeführung in Noordhoorn. Ik liebe mijn stad, ik ben hier geboren en ik möchte ook gerne den Leuten das weitergeben. Mein Job macht das eben das Besondere hier, dass ich hier in Noordhoorn Führung machen kann, weil ich einfach begeistert bin von Noordhoorn selber. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Das Wasser war für Noordhoorn schon im Mittelalter wichtig. Die flämische Handelsstraße ging mitten über diese Stadtinsel. Das war eine Verbindung Amsterdam nach oben zur Küste, Ostseeküste, Nordseeküste. Ja, auf der Vechteinsel lebten, das waren Handel, Handwerk und Fuhrwesen, das waren die wichtigsten Erwerbszweige für die Menschen hier. Also die Vechte war ab Noordhoorn schiffbar, der Sandstein wurde von hier überall hin verschifft. Heute ist wichtig für Noordhoorn das Wasser rundherum, dass man also um die Stadt fahren kann. Das ist auch unser Highlight hier in Noordhoorn, diese Bootstouren. Man kann selber auch ein Boot mieten, man kann mit dem Tretboot um die Stadt fahren. Das Wasser ist sehr sauber hier. Man kann hier angeln, man kann surfen, man kann Standby paddeln. Meine Highlights hier ist zum Beispiel unser Stadtpark. Der ist mitten in der Innenstadt und der wird also ganz doll genutzt, auch zur Weihnachtszeit. Da finden Konzerte statt, im Sommer finden da Konzerte statt. Wir sind Fahrradstadt im letzten Jahr geworden, haben einen Preis gewonnen. Die schönste Fahrradstadt hier in diesem Bereich. Wir haben 25 verschiedene Fahrradtouren durch Heidelandschaften, grenzüberschreitend in die Niederlande. Also ich wünsche mir, dass die Gäste die Stadt genauso sehen wie ich. Einfach toll, im Grünen und ein bisschen ländlich. Das ist hier der kulturelle Mittelpunkt. Es ist einfach schön hier. So.